Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Dr. Motor. Wie ihr seht, ne, geht es hier um den Scheinwerfer. Die Stoßstange ist schon hier ab. Also das kommt auch in einem Video, wenn man eine Stoßstange abmacht. Ich habe es da gesagt, wir werden die Stoßstange reparieren, die Befestigung. Ich habe extra die gebrochen, um euch zu zeigen, wie man bei so einem Fall, wenn die Karosseriestangen brechen, und zwar da drüben, das da, da geht eine Stange hier rein, was man tun kann, um nicht in Panik zu kriegen. So, auf jeden Fall werde ich euch jetzt das hier zeigen. Wenn den hier abmacht, ist ganz leicht, nur vorher muss man ein paar Sachen machen. Am besten misst man alles genau, damit der Scheinwerfer genauso dran montiert wird wie vom Werk aus. Denn nachher, wenn er abbaut, dann wieder einbaut, stimmt die Einstellung nicht mehr und dann blendet ihr die anderen Fahrer auf der Straße und das ist nicht so gut. Ja, eigentlich wollte ich das alles bei der Halle machen, aber da nicht jeder eine Halle hat und ich will es realistisch so möglich machen. Meistens machen es vor der Haustür, dass man auch die Sachen hier vor der Haustür machen kann. Deswegen sind wir draußen und machen das draußen. Aber alles, was wir mit dem Auto machen werden, werden wir hier draußen machen. Nur so vorab, die Steuerkette wieder, wenn ich die Steuerkette abmachen muss, also wenn der Motor rausholen muss, muss er so hier vorne die Front abmachen. Das ist schon mal gut, dass man so alles sehen kann. Das ihr sehen? Da, genau, da. Da habe ich markiert, damit ich genau weiß, wie weit ich ihn wieder drehen muss, wie weit ich die Schraube wieder festziehen muss. Dann wie gesagt, wir es so machen, dass ihr das alle bauen könnt und nicht jeder hat einen Drehmomentschlüssel. Deswegen sollte man es auch so kriegen. Ich habe es markiert. Einfach mit hier mit Nagellack einfach drüber gehen. Das weiß ich schon. Am besten mit einer helle Farbe, damit ihr es auch erkennt schon. Also so rot, pink oder lila oder ganz hellblau. Auf jeden Fall muss man es erkennen. Dann einfach trocknen lassen. Und hier zu der Seite hier. Wo ist die da? Das hier. Ihr seht da hier. Da könnt ihr nicht mit dem Stift markieren. Da habe ich was Einfaches. So, eine Füllleere. So, der Leere hier, 100 mm Leere. Guckt ihr, wie viel da reinpasst. Dann steht da meistens hier oben, kann man sich da 1 cm zum Beispiel, dann ist das 1,40 jetzt. Ja, 1,40. Und dann nimmt ihr das und dann steckt ihr das genau so hier rein. Na, so. Und guckt ihr, ob der da schön reinpasst. Da muss schön locker da reingehen. Dann habt ihr ein Maß, dann notiert ihr euch ein Maß. Und später bei Einbau wisst ihr ganz genau, aha, das muss so sein. So, dann gibt es noch ganz hinten eine Schraube hier, ganz hinten. Das habe ich euch bei der anderen Seite. Also wie gesagt, die andere Seite, die habe ich schon abgebaut. Das ist komplett weg. Hier, die Schraube müsst ihr lösen. Die Schraube hier unten. Und die Schraube da hinten. Mit der langen Verlängerung einfach reingeben, mit Licht, schön Licht machen. Dann seht ihr die Schraube schön langsam rausdrehen. Dann habt ihr den Scheinwerfer schon draußen. Hier ist der Stecker. Ja, so weit, so gut. Und ich glaube, die muss ab. Die muss ab. Die muss ab. Und die da hinten muss ab. Die da hinten muss ab. So, fangen wir an. Schon mal verlängert, so machen wir erstmal den hier ab. Das dafür, dass der Scheinwerfer gut fixiert ist hier. So, dass ich Schrauben wieder reinschraube, damit man das nicht wieder verliert und nicht vergisst. Normalerweise muss man es markieren, wo die Schrauben abgemacht sind. Mal schön richtig markieren. Dann locker.
holt ihr den raus, so wie ich das gemacht habe. Das schön zur Seite drehen, dann rausholen. Das ist schon ein Kabel hier, ne? Kann man das nicht so gut sehen. Hier kann man es besser sehen. So. Am besten halt das in der Hand so. Also viele machen immer falsch auf. Sehr viele. Dann wundern sie sich immer, dass das hier kaputt geht. Und dann geben die den Warnen Schuld, aber warnen kann ich dafür, wenn man dumm ist. Eigentlich immer mit Handkraft. Also man muss immer so tun, als ob man dran machen wollen, am Finger, am Finger komme ich gerade hier nicht dran, so. Ausnahmsweise einen Schraubendreher, Schlitz zur Hilfe, aber damit nicht, dass wir irgendwie so reindrücken und rausholen, nein, macht ihr nicht so, das macht ihr so, wie ich das mache jetzt, schwer mit der Kamera hier. Der Kamera ist das schwer, ich muss die Kamera immer so richten, dass das jetzt auch geht. Am besten so in den Kramat. So geht's. So geht's. So, in den Kramat. Drückt dir, ne? Drückt dir, dann regelt dir das so und dann kommt das alles hier raus. Kommt da raus. Wie gesagt, erstmal drücken, ne? Also ihr müsst drücken, als würdet ihr es zumachen wollen. Dann kannst du drücken, also kannst du so ein bisschen Druck ausüben und regeln. Dann kommt der ganz schön ab. Braucht ihr nicht mit Gewalt zu machen. Wer es geschafft? Der Scheinwerfer ist ab. So. Scheinwerfer was ab. Jetzt macht das wieder so, wie ich das gemacht habe. Damit der Schrauben nicht wieder verliert. Steckt die Schrauben wieder da rein, wo die hingehören. So. Ups. Und den hier ganz nach hinten. Ich hab das in der Hand jetzt. Scheinwerfer habt ihr jetzt abgebaut. Hier ist der. So sind die Befestigungen hier, die immer kaputt gehen, wenn man falsch anzieht. Hier ist der Blinker. Mit der rausholen, schön gucken, wenn ihr schon dabei seid, in welchem Zustand der ist. So. Hier könnt ihr die Klappen aufmachen. Eine Hand ist das schwer. So, könnt ihr reingucken, der Stellmotor, der Xenon, Standlicht und so weiter und so fort. Wie gesagt, mit dem alles hier habe ich in der Werkstatt wird das alles gemacht. Ich werde das nicht hier zeigen. Wir werden das alles auch schon hier aufbereiten. Alles schön gemacht. Man fühlt schon, wie rau das ist. Das ist ein eingemachter Zustand, wird man hier nicht hier dran kommen. Und ich, also meiner Meinung nach ist das so schön und ich will das komplett gemacht haben. Und ihr habt ja gesehen, das ist kein großes Ding, das abzubauen. Das ist nicht das Schlimme daran. Das sind drei Schrauben. Und ab ist es. Mit der Stoßstange zeige ich euch noch. Ja. Ich glaube, das war's. Fürs erste. Also Stoßstange-Video kommt noch. Scheinwerfer-Video kommt noch. Dann Ladeluftkühler. Und darauf, was ihr alle drauf wartet,
und mir gerade mich anschreibt deswegen, ist die Steuerkette. Dafür muss der komplette Motor raus, das machen wir auch. Der komplette Motor wird rauskommen, wird alles demontiert. Fängt der ganze Spaß an. So. Und das mache ich alles hier vor der Tür, also draußen, weil viele von euch keine Halle haben, was ich in der Halle machen können und was draußen machen müssen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen dazu überlegt. Ich werde ein anderes Video machen, wo ich nur über Steuerkette reden werde. Ich habe schon eins drin, was aber so grob, ich werde es ein bisschen feiner erklären. Ich werde euch was genau zeigen, welche Vorarbeiten ihr euch also vornehmen müsst, was ihr alles vorbereiten müsst, was ihr alles in erster Linie braucht. Ist beispielsweise wie Motokran, wenn ihr es mit Motokran machen wollt. Mindestens zwei Wagenheber, mindestens. So, jetzt kommen wir dazu wieder. Das haben wir jetzt abgebaut, ist weg. Ihr könnt alles schon sehen. Hier ist zum Beispiel alles schon dreckig so. Dann ist man froh, dass man es abgebaut hat. Ich werde das alles hier komplett reinigen. Auch so flugrostmäßig und so was, alles hier wegmachen. Ich werde alles instand halten. Ich habe so ein kleines, also muss den natürlich nicht machen, ihr könnt natürlich auch so weiterfahren. Aber ich habe eine Macke, weil er muss alles immer so aussehen, als wäre es vom Werk rausgekommen. Ich bin selber ein Standhalter und ich kenne mich mit Rost und Metall sehr gut aus. Und ich mag kein Rost. Ich will möglichst das Rost mal wegmachen, entfernen, auch wenn man das nicht sieht. Denn viele wollen immer nur Optik, aber ich will keine Optik, weil man muss auch die Mechanik stimmen. Weil er muss alles 1A sein. Alles muss perfekt sein. Deswegen werde ich auch den kompletten Innenraum hier reinigen bei mir. Alles werde ich schon sauber machen. Mein Rost werde ich entfernen, werde ich schnell lackieren. Ja. Ich frage euch das hier bei diesem Video und bei einem anderen Video werde ich das nochmal fragen. Ich bin gespannt, was alle Antworten mir geben werden. Ihr könnt die Kommentare hier unten schreiben. Seid ehrlich zu mir. Schreibt, was für Meinung ihr habt und was ihr meint, was passen würde. Also, eigentlich jetzt in diesem Video, aber ich sag's mal, diese Farbe, jetzt seht ihr diese Farbe. Das ist ein eine Graufarbe, ein Grauton. Die RS6 Farbe. Und ihr seht ja hier, ne? Ich weiß nicht, ich kann mal gut erkennen. Ich hoffe ja, man sieht das ja. Und wenn ich das den Motor jetzt raushole, wenn ich schon draußen habe, wie gesagt, mein Tick, ich will alles direkt groß alles wegmachen, also blinko blanco drin aussehen, dass man so ablecken kann, so sauber soll es sein. Dann will ich alles neu lackieren. Dann habe ich mir überlegt, welche Farbe zu diesem Daitano-Grau passen würde. Also, wenn man jetzt den Motor bis hier aufmacht, was würde euch so einen Wow-Effekt geben, was ihr niemals nicht erwarten würdet und was würde ich so richtig umhauen? Welche Farbe würde euch umhauen? Ihr habt jetzt die Motorhaube zu, ihr kommt jetzt zum Wagen und ihr erwartet gar nicht, dass wenn der Motorhaube aufmacht, dass er euch so zustrahlt, dass er auf jeden Fall einen so richtig so weghauen, so richtig so BÄM Effekt sein, richtig Wow-Effekt. Deswegen frage ich euch, was würdet ihr jemals hier erwarten und welche Farbe nach eurer Meinung nach richtig so Wow-Effekt machen, richtig so einen sprachlos machen. Ich habe jetzt drei Optionen zum Beispiel, also ihr könnt alle Farben unten hinschreiben. Ich habe mir drei Farben überlegt, einmal lila Metallic, habe ich mir überlegt. Dann würde ich auch die Bremsseite auch in lila Metallic machen oder lila Blau Metallic.